Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich nochmal die rechteckige Form verwenden. Von Modes and Shapes ist die Tablettform. Und ich möchte gerne mit Regenbogenfarben gießen. So, hier habe ich mein klares Harz in die Form gefüllt. Und das Harz ist das Art Pro von der Resin Pro Firma. Ich verlinke Resin Pro in meine Beschreibungsbox. Und die Form, die ich hier verwende, ist die rechteckige Form von Modes and Shapes. Bitte schaut mal bei Modes and Shapes vorbei. Die haben ja am 7., also heute, 7.01.2023, bis morgen, 8.01.2023, halt ihr Wintersale. Schaut einfach mal vorbei. Die geben an allen beiden Tagen 15% Rabatt. Schaut einfach mal rein. Auf jeden Fall, hier habe ich das Harz in meine Form gegeben und ich fange jetzt auch schon an, meine Farben zu gießen. Und die erste Farbe ist ein Rot. Ich habe dann mein Harz mit Reseninks gemischt. So circa ja, 4 bis 5 Tropfen, je nach Kräftigkeit der Farbe. Ich glaube sogar bei dem Gelb habe ich 6 Tropfen verwandt. So. Und das gieße ich mir jetzt am Rand entlang. Da wird es zum Schluss ein bisschen dünn, deswegen kratze ich mir das Ganze jetzt gleich auch noch ein bisschen aus dem Becher, damit der rote Rand nicht ganz so dünn ist. Und ja, ich wollte mich übrigens noch bedanken. Ich habe seit gestern die 6000 Abonnenten erreicht. Also ich freue mich da unheimlich drüber. Als ich im August 2021 mit Harz angefangen habe. August 20, es ist schon so lange her, hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt mal so weit komme. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und ja, mich freut das total. So, jetzt aber weiter zu meinem Guss hier. Die nächste Farbe ist Orange. Also ich habe hier für die Regenbogenfarben immer Reseninks verwendet und habe die in meinem Harz gemischt. Danach die nächste Farbe ist das Gelb. Sieht im Moment also relativ unspektakulär aus, aber ich hoffe halt auf ein schönes Ergebnis. Ich habe die Tage diesen praktisch das schon mal gegossen, so in dieser Form. Aber aus irgendwelchen Gründen hatte mein Video Fehler. Ich konnte es nicht bearbeiten, da ging gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ich mache den Guss noch mal neu, damit ich das auch für euch habe. Und war natürlich auch nervös, ob das Ganze denn auch was wird. Weil es ist manchmal wie verhext, dann wird das Video nichts und dann wird der Guss irgendwie, der zweite Guss dann nicht so wie der erste. Und ja, aber warten wir einfach mal ab, wie das Ganze dann geworden ist. Ja, so, ich habe jetzt das Grün gegossen, jetzt das hellere Blau, dann Indigo-Blau. Und dann letztendlich noch ein lila Ton. Hier kommt der lila Ton. So, und das sind meine Farben. Und dann nehme ich mir nochmal das Feuerzeug. Immer bitte vorsichtig sein, wenn ihr hier dieses kleine Sturmfeuerzeug verwendet, damit ihr euch das Harz und die Form nicht verbrennt. Und jetzt nehme ich mir mein Weiß und das Weiß, das habe ich genauso angemixt wie bei den Blumen. Ich habe hier das Angel White, die Pigmentpaste von Laura's Art Corner verwandt und auch das Interference Gold, damit ich da noch ein bisschen Schimmer habe und das Ganze
gieße ich mir jetzt in eine rechteckige Spirale. Ich habe mir das Weiß in zwei Becher aufgeteilt, weil wenn ihr den Becher zu voll habt, dann besteht die Gefahr, dass ihr halt nicht so, ja, so viel Kontrolle über das Harz habt. Also immer den Becher nur halb voll machen und dann besser auf zwei Becher aufteilen. Dann habt ihr wesentlich mehr Kontrolle. Dann schwappt euch das alles nicht einfach so aus dem Becher heraus. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Mein Harz habe ich übrigens auch so angemixt, dass ich erstmal im Warmwasserbad angemixt habe. Dann habe ich es da wieder stehen lassen für circa 5 Minuten und dann nochmal circa eine Viertelstunde stehen lassen, bevor ich dann angefangen habe, meine Farben zu gießen. Ich komme mit dieser Faustformel jetzt im Winter sehr gut zurecht. Das habe ich so für mich rausgefunden, gerade bei Harzen mit mittlerer Viskosität. Und das funktioniert ganz gut. So, jetzt habe ich mein Weiß auch gegossen. Nimm hier nochmal mein Dotting-Tool und mein Bunsenbrenner oder mein Sturmfeuerzeug. Gehe einmal drüber. Hier gleiche ich da so ein bisschen den Anfang aus. Und dann, da muss ich wirklich sagen, da bin ich inspiriert von Sherry, von Sherrys Imagination. Sie hat diesen, sie nennt das Sherry Swirl, One Stroke Swirl, also einfach in einem Zug praktisch das Design der Blume machen. Und da bin ich wirklich von Sherry sehr inspiriert. Schaut einfach mal in ihr letztes Video rein. Da zeigt sie das und das ist einfach Wahnsinn. Es ist wunderschön und das hat mich halt dazu bewogen, ja, diesen Guss jetzt so zu machen. Ich verlinke Sherry auch in meine Beschreibungsbox. So, da habe ich mein Swirl gemacht und schaut mal, ist das nicht schön, wie die, ja, die Farben, die kommen noch viel mehr zur Geltung dadurch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gehe noch mal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann gebe ich mir kleine lilane Glassteinchen, auch von Laura's Art Corner. Also Laura gebe ich in meine Beschreibungsbox auch rein, da habe ich auch den Promocode PT10. Auf jeden Fall sind die Glassteinchen auch von ihr und die gebe ich einfach so in die klare Mitte hinein. Ihr seht das jetzt gleich. Ja, wenn ihr bei Laura bestellen wollt, ich habe immer eine E-Mail-Adresse auch von der Laura in meiner Beschreibungsbox, weil ich denke, es kommen bestimmt Fragen auf, was so zolltechnisch angeht und so weiter und so weiter. Und ja, kontaktiert sie einfach, wenn ihr bei ihr bestellen möchtet, direkt. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. So, jetzt drücke ich mir noch meine Glassteinchen ein bisschen runter. Und dann bin ich auch schon mit meinem Guss durch. Nochmal kurz mit dem Bunsenbrenner. Nochmal die ganz kleinen Bläschen, die nochmal zur Oberfläche kommen, kaputt machen. Und das war's. So, und das ist jetzt die Nahaufnahme. Und schaut mal, ist das nicht schön? Die Farben, auch wie die Farben sich so halten und nicht so verblenden. Außer natürlich, wo man mit dem Dotting-Tool oder wo ich mit dem Dotting-Tool durchgegangen bin. Aber ich finde das mega, gefällt mir sehr gut. Ich habe noch nicht ganz so viele Sachen in Regenbogenfarben gemacht und das gefällt mir wirklich sehr gut. Und das rechteckige Tablett ist da einmalig, richtig, also für meinen Geschmack richtig schön. So, und dann kommt jetzt der nächste Tag und wir können entformen. Und ich bin super gespannt, weil das erste Tablett, das war richtig schön. Und ich hoffe, das zweite ist auch schön. Aber schaut mal, sind die Farben nicht toll? Ich finde die mega toll. Schaut euch das mal an. Ich bin so begeistert. Ich bin auch,
Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Auch so, wie die Farben geblieben sind, mit dem bisschen Glanz von dem Interference Gold, finde ich richtig toll. Ich bin sehr zufrieden. Ja, und ich bin gespannt, was ihr sagt. Gleich kommt noch mal das Endresultat und schaut mal, wie die Farben leuchten. Und auch mit dem rechteckigen Tablett, einfach nur toll. Ich will mich zum Ende noch mal bedanken für all die Abonnenten, für all die treuen Fans. Ich bin einfach nur glücklich, weil ich wirklich nie gedacht hätte, dass ich so weit komme. Ich sag mal, bis dann und bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.